Ja, können wir. Genau, und von da, ja, genau, okay. War symmetrisch gebaut. Von der anderen Seite wären wir ja auch unten angekommen. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Jetzt. Video. Boah, das ist der Schläfer. Grafisch gerade exquisit aufgeploppt. Oh, der sieht aber. Oh. Grafisch. Ja, gut, okay. Wo ist denn hier jetzt der. Ach, da ist der Eingang. Und immer schön looten. So, okay, der Schläfer ist wieder weg. Schön. Warte mal, hier war doch noch irgendwo einer jetzt, der auf die Mappe will. Wo kommt der? Da. Hör auf zu blocken! Du hast ihn umgebracht. Ja, hab ich. Eiskalt habe ich das gemacht. Und nochmal wieder aufladen. Kommt jetzt noch wieder einer, der Kloppe will. Oh. Besessener Novize. Dass die mal alle blocken. Dafür, dass er so viel Schaden macht, hat er ganz schön wenig Erfahrungspunkte gegeben. So, jetzt bin ich aber bereit. Jetzt geht er mal runter. Red mal mit Korkalom. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer, erwache! Macht jetzt Magiezeugs mit mir? Ja, macht er. Oh, shit! Oh, Mann! Alter! Boah, wie soll ich das denn... Ich meine, gerade können wir das ganz schön gut aushalten, aber... Ach komm, ein Schlag noch. Ja, wo kommt denn die Magie her jetzt? Ja! Ja, klar! Ja! Ist klar! Ja, natürlich! Ja, natürlich! Ja, die kam vom Schläfer, die Magie. Super! Ja, ich habe noch Skelette. Gute Idee. Oh, das kam auch echt unerwartet jetzt. Das war krass. Vor allem dann alle so gleichzeitig so, Stab! Schwert in den Typen rein. Mach den weg! Geil. Oh, ich bin voll aufgedreht gerade, weil es einfach so cool ist. Oh! Hä? Ach, weil die Skelette so weit vorgelaufen sind. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durch. Kurz vor dem Erwachen des Erlösers. Und keiner kann ihn
Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Nice! Ich hab Gänsehaut, ey. Oh, Schritt zurück, Schritt zurück. Der kommt hier hin jetzt. Ihr müsst mal ein bisschen mich beschützen jetzt vor dem Typen da, vor dem Verrückten. Mach noch mal ein paar. Ah, vielleicht noch eins. Ja, vielleicht noch zwei. Also noch mal eine Runde. Die kosten ja gar nicht so viel Mana, wie ich dachte. Bam! Und jetzt haut ihn da. Okay, offensichtlich hauen die den nicht. Doch, die müssen die doch hauen jetzt hier. Ich halte das aus. Macht den fertig. Ihr habt vorhin dieses Schamanen platt gemacht. Jetzt macht den fertig. Hallo? Ich sehe nichts mehr. Wo ist denn der Korkalum? Ich kann mich auch gar nicht mehr bewegen hier. Schlagen die den überhaupt? Doch, die schlagen den doch. Hier schlägt doch irgendwer irgendwen. Bin ich jetzt eigentlich tot oder nur K.O.? Die treffen die nicht richtig. Ich muss das selber machen, glaube ich. Also zumindest den Korkalon muss ich selber platt machen. Nein! Okay, jetzt ist irgendwie buggy. Wieder einmal. Verrückter Korkalom. Geil. Wieder einmal hat ein Bug mir den Arsch gerettet und wenn das Skelett da weggeht, dann kann ich den Korkalom jetzt auch fertig machen. 10.000 hat das gegeben und der Schläfer fängt an rumzuballern hier. Geh in die Deckung. Da kommen jetzt Verrückte. Und ich würde mich freuen, wenn die Skelette sich um die Verrückten jetzt hier kümmern würden. Ja, mache ich. Okay, das war ja irgendwie so. Alle stehen drumherum. Da steht noch einer. Oh, komm schon! Hör auf zu blanken! Jetzt krieg ich wieder Feuer. Oh nein, jetzt muss ich hier weg. Jetzt muss ich hier weg. Ich muss hier weg. Echt jetzt. Huhu. Muss jetzt hier gerade ein bisschen weg. Boah, die ganzen Novizen kommen jetzt alle hinterher. Ich glaube, die können aber nicht springen. Ich hoffe es einfach mal. Ich stelle mich jetzt nämlich hier rüber. Huhu. Jetzt habe ich alle meine Skelette angezündet hier. Hoppla. So, machen wir erstmal die ganzen Novizen hier mal weg. Die wir hier jetzt noch haben. Skelette können wir uns wiederholen.
Waren doch noch mehr Novizen. Oh, ich bin gerade voll konzentriert. Sorry, dass ich gerade den Chat so wenig Beachtung schenke. Ich versuche das gerade hier irgendwie, mir irgendeine Strategie zu überlegen, die ich hier jetzt benutzen kann. Und das Ganze irgendwie zu verwenden. Ach, die Skelette sind jetzt auch gegen mich, weil ich die angezündet habe. Das ist natürlich verständlich. Ich bin denen ein sehr, 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 sehr schlechter Herr und Meister gewesen. Na gut. So, da haben wir jetzt den letzten besessenen Novizen, der uns gefolgt ist. Ich glaube, da unten waren dann noch ein paar. So, und dann haben wir hier noch die Skelette. Ich glaube zwar nicht, dass du böse auf mich bist, aber... wie auch immer. So, dann haben wir jetzt erstmal schon mal gut aufgeräumt. Jetzt haben wir noch den Schläfer da unten natürlich, den wir irgendwie wegmachen müssen. Der ist natürlich irgendwie jetzt ärgerlich und nervig. Wir haben da unten auch noch 5 Novizen. Oh, einen haben wir direkt mal weggekriegt. Cool. Ich versuche die gleiche Strategie jetzt einfach nochmal. Ich glaube, es könnte funktionieren. So, dann haben wir jetzt alle Novizen. So, dann da. Ich könnte auch natürlich einfach mal, das, wenn die hier so an der Kante stehen. Okay, der ist auch noch abgenippelt. Jetzt die laufen halt so irre viel. Kommst du wieder von da hinten? Bitte, danke. Okay, dann haben wir da noch die 2. Die sind aber eher da hinten so fest. Da nehmen wir nochmal Magie. Bam-a-lam. Okay, jetzt habe ich keine Magie mehr. Gut, den einen kriegen wir auch noch so weg. So, der fällt da jetzt auch erstmal runter. Die zu looten spare ich mir jetzt. Ich glaube, das macht keinen großen Sinn. Und jetzt sollte nur noch der Schläfer übrig sein. Glaube ich. Genau, jetzt haben wir da den Schläfer. Und der macht jetzt natürlich Rambazamba mit seinen blöden kleinen Feuerkugeln, die er uns hinterher wirft. Wir fangen mal rechts an jetzt. Wir müssen jetzt hier natürlich... aua. Aufmachen. Und dann haben wir einen Dämon, der jetzt hinter uns her ist, hoffe ich mal. Ja, ist er. Super. Gehen wir mal kurz außer Reichweite des Schläfers. Und dann können wir den malträtieren. Ach komm! Also, dass wir jetzt hier noch Erfahrung kriegen, ist zwar nett, aber irgendwie auch Käse. Ich weiß ja nicht, das Spiel geht, glaube ich, nicht weiter, wenn wir hier fertig sind. Ist eine Vermutung. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, noch jede Menge Tränke. So. Ich habe gespeichert ganz ordentlich. Das erste Herz haben wir jetzt weg. Wir fangen jetzt an mit dem zweiten.
So, Schläfer, wirf nochmal deine Feuerkugel. Die geht hier nämlich durch. Geil. So, Nummer 2. Ich sehe nix. Ne, das ist eine blöde Idee. Das sollten wir da oben wieder machen. Die Schläferfeuerkugeln machen halt doch echt Schaden. Aua, und der blöde Dämon auch. Aua, du Blödmann. Und der hat uns echt malträtiert. Heftig. Ihr macht echt alles so viel Schaden, Mann. Warum? Oh, wieder aufladen. Alles. Ja, 170 Tränke von den mittleren. Immerhin etwas. So, und dann gehen wir mal für den dritten, fürs dritte Herz runter. So. Also es ist nicht so spektakulär, wie ich es in Erinnerung hatte. Aua, hab ich das jetzt nicht... Oh. Schiete. Boah, das war jetzt uncool. Uncool. Richtig uncool. Wir haben voll viel Leben weg. Und dann müssen wir jetzt noch gegen diesen ollen Dämon. Und der kommt von oben. Ich gehe mal ein bisschen weiter noch, weil wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ja, war klar. Das war klar. Weil ich einfach 2 Schläge vom Schläfer kassiert habe. Das war klar. Ich habe 2 Treffer vom Schläfer. Muss ich jetzt alle machen? Nein, ich habe doch schon 2. Machen wir hier weiter. So. Ah, weil ich mich 2-mal vom Schläfer habe treffen lassen. So, jetzt laufen wir direkt wieder weg. Einfach, weil es besser klappt. Und weil wir dann Ruhe haben. Ja, ist halt echt so. Oh, der killt mich schon wieder, was? Naja, nicht ganz, zum Glück. Puh, das war aber schon knapp. Jetzt. Also der Kampf ist halt von der Idee her schon echt gut. Das stimme ich dir zu, Chris. Aber ja, halt. Vielleicht auch einfach, weil man mittlerweile komplexere Sachen gewohnt ist oder so. Ja. Jetzt gehen wir zum vierten Herz. Ja, wenn diese Säulen wenigstens auch noch blocken würden, die Angriffe des Schläfers. Würde ich halt auch noch sagen, geil. Das tun sie aber nicht. Wo ist der? Der hängt da oben in der Säule fest, oder was? Oh, das sah doch schon deutlich besser aus. Nichtsdestotrotz. Nochmal einmal leben. Und dann gehen wir aufs letzte Herz. Aber ich meine, ich muss ja sagen, es kommt mir nicht darauf an, dass so etwas schwierig ist oder so. Ich spiele tatsächlich sehr gerne Spiele, einfach nur wegen der Story. Deswegen, macht für mich, meiner Meinung nach, ganz häufig auch ein hoher Schwierigkeitsgrad das Spiel mehr kaputt, als dass es das Spiel verbessert. Weil du teilweise dann einfach an Stellen ewig lange hängst, die total unwichtig sind, einfach nur damit das Spiel länger dauert. Ja. Ach komm, warum wird das abgebrochen? Wirf dir jetzt kaputt. Video! Oh, geil!
Nachdem der Schläfer wieder in seine Dimension verbannt wurde, begab ich mich zurück ans Tageslicht. Die magische Barriere war gefallen, doch für mich fing das Abenteuer damit erst an. Aber das ist eine andere Geschichte. Nice! Das Gothic Team Management. Ja, voll geil. Ja, damit haben wir Gothic 1 durch. Super geil. Wir haben den Schläfer verbannt. Wir haben gewonnen. Die 5 Herzen besiegt. War jetzt nicht so schwer. Ja, hier. Story ist viel wichtiger als so schwierig als gerade. Noob Talk. Ja, weiß ich nicht. Also, Schwierigkeitsgrad ist schon wichtig, aber ich finde, es ist halt nicht immer wichtig. Nicht beim. Ich mag Spiele gerne das erste Mal zumindest. Wegen der Story wegen. Nicht wegen des Schwierigkeitsgrades. Natürlich sollte ein schwieriger Boss oder ein Boss auch herausfordernd sein. Aber er muss jetzt nicht für mich so sein, dass ich ihn tausendmal versuchen muss, bis ich dann einmal einen Killing kriege. So sehe ich das halt nicht. Beim RPG ist es halt eher so. Schon herausfordernd. Darf ruhig schwer sein. Aber vielleicht nicht so, dass man auch vielleicht Glück haben muss unter Umständen. Das finde ich halt nicht. Und wenn ein Boss so designt ist, am Anfang im ersten Run eines Spiels, dass man das... Boah, ist das laut, diese Musik! Dass man ihn erst 5-mal ausprobieren muss, bis man die Mechanik überhaupt verstanden hat. Ich weiß halt auch nicht. Dann ist für mich manchmal auch das Ganze ein bisschen zu krass. Also jetzt nicht, bei einem MMO sieht das anders aus. Bei einem MMO hat man wiederholende Spielinhalte. Da lernt man die Bosse halt eben so kennen in der Regel, in Raids und solchen Sachen. Bei einem RPG finde ich schon, darf ein Kampf anspruchsvoll sein. Die Mechaniken sollte man aber in dem ersten Kampf auch verstehen können, finde ich. Also müssen nicht so einfach zu verstehen sein, aber wenn es sofort eine Mechanik gibt, der man ausweichen muss und die killt einen instant und man weiß einfach nicht, dass es so eine Mechanik gibt, ja, weiß ich nicht, ob ich das dann so cool finde. Also, weil, ja. Ne, es ist Geschmackssache, jeder mag es selber. Und später dann im wiederholten Durchlauf dann schwierigere Schwierigkeitsgrade finde ich natürlich richtig gut, weil man dann auch sowieso alles schon ein bisschen kennt und dann ist das natürlich auch eine Herausforderung. Man muss sich auch nicht mehr so auf die Story konzentrieren. Ja, das war Gothic. Also Gothic 1. Gothic insgesamt geht ja noch weiter. 1, 2, 3 und 4. Viermal in Anführungsstrichen. Weil das ist ja, glaube ich, schon gar nicht mehr Piranha Bytes. Gothic 4 kommt ja ganz woanders her. Und ich werde jetzt gleich sowieso erstmal Ewigkeiten damit verbringen, den Chat nachzulesen. Weil ich sehe gerade, da ist so viel geschrieben worden auch. Gerade während des Fights noch. Voll geil. Ich freue mich, dass wir neue Leute dazu bekommen haben. Ich würde mich freuen, davon auch wieder ein paar begrüßen zu dürfen in den nächsten Streams. Aus Respekt vor diesem großartigen Spiel werde ich natürlich jetzt den kompletten Abspann noch mit euch durchschauen. Ich finde, das gehört mit dazu. Das ist einfach, Credits für die Credits. Ah, Kania war von Spellbound, okay. Aber es gehört, ist auch ein, also Gothic Tale wurde es dann, glaube ich, betitelt oder so. Gehört doch, glaube ich, mit in die Reihe, aber nicht so richtig, glaube ich. Huch, abgestürzt. Geil. Gothic ist zu Ende. Ja, schön. Gothic ist beendet damit. Super. Klasse. So geht das auch. So viel dazu. Schön. Find ich gut. Allerdings habe ich jetzt doch deutlich länger gemacht, als ich vorhatte ursprünglich. Ja, der Schläfer ist jetzt weg. Jetzt hat er keinen Bock mehr.
Ich hätte an der Schläferstelle auch keinen Bock mehr, weiterzumachen, immer gekillt zu werden und so. Ich würde mich jetzt verabschieden. Das war richtig cool. Ah, geil. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt da warst. Figgig. Ich hoffe, ich weiß immer nicht, wie ich das aussprechen soll. Figgig ist, glaube ich, richtig. Figgig oder so. Sorry. Wir haben Gothic 1 durch jetzt. Schade. Dann hast du gerade noch die letzten Reste vom Abspann mitbekommen oder schon gesehen, dass es nach dem Abspann abgestürzt war. Wir haben es jetzt durch. Das Video ist natürlich noch auf dem Channel für die nächsten Tage. Zum Nachgucken. War atemberaubend. War witzig. Weiter geht es natürlich jetzt mit, also jetzt nicht direkt im Anschluss, aber in den nächsten Streams mit Gothic 2 und Add-on, Nacht des Raben. Ich freue mich, würde mich freuen, wenn ich da... Nee, Schnaps war nicht mit dabei. Da überlegen wir ein Event, wo man das richtig schön einplanen kann. Gothic 2 wird dann weitergehen. Nacht des Raben. Allerdings, das kann man auch dem Streamplan unten drunter entnehmen. Dienstags ist ja immer geplant ein Stream mit Peggy zusammen, also Esther. Und da werden wir jetzt am Dienstag nicht, sondern am Montag streamen, also morgen direkt wieder. Und da wird es dann mit Greedfall weitergehen. Ein kleines Spielchen, was ganz unscheinbar 2019 rausgekommen ist und irgendwie faszinierend ist, aber meiner Meinung nach mit Gothic nicht mithalten kann. In meinen Solo-Streams wird es dann allerdings weitergehen am Donnerstag und am Sonntag dann wieder. Da wird es dann mit Gothic 2 die Nacht des Raben weitergehen. Sehr gerne, Hazer. Ich hoffe, du konntest dem Ganzen folgen. Ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Ich wünsche allen eine schöne Nacht, eine grusame Nacht. Schlaf gut, kommt gut in den neuen Tag und in die neue Woche. Wir sehen uns. Tschüssi. Ich muss da echt mal ein Hotkey für legen. Wie geht denn das Ganze jetzt aus hier? So, falsche Maus. So. Nein. So. Stream stoppen. Tschüssi.